We can win this game and we do win this game. Der Streetsoccer-Verein Silberhöhe spielt heute in neuer Besetzung. Das Team von Trainer und Torwart Frank Ohse gehört zur Straßenfußballliga in Halle. Ich hatte mal eine Phase im Leben, wo bei mir einiges schiefgelaufen ist. Und ich drohte wirklich komplett abzustürzen. In der Zeit habe ich unter anderem auch Alkohol getrunken, habe viele Schlägereien gehabt. Aber ich habe gemerkt, es bringt nichts. Gewalt hat keinen Sinn. Frank Ohse lebt in Halle Silberhöhe. Hier kennt er sich aus. Hier trainiert er seinen Fußballverein. Und hier am Stadtrand engagiert er sich. Man sieht es des Öfteren hier, vor allen Dingen hier in unserer Umgebung, dass die Polizei mit mehreren Streifen wegen anfahren muss, weil doch das Gewaltpotenzial doch etwas höher ist. Wo die Romas dazugezogen sind, ist es hier in der Silberhöhe wirklich eskaliert. Es kam zu vermehrten Demonstrationen von der rechten Seite. Natürlich, die linke Seite hat voll dagegen gehalten. Da habe ich gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Irgendjemand muss die Leute auch mal unterstützen. Und deswegen öffnet er seine Fußballmannschaft für alle, auch für Flüchtlinge. Nicht jedem gefällt das. Ja, es gab schon mal Aussprüche wie jetzt Niggerfreund oder Vaterlandsverräter, halt die üblichen Dinger. Ist er, wie es meinen Spielern sah, hier rein, da raus. Wenn man sich nicht aufregt, dann haben die keine Freude dran. Jeder Mensch hat das Recht, da zu sein. Jeder Mensch hat das Recht, Fußball zu spielen. Und darum geht es bei uns. Und ich kümmere mich, weiß Gott, genug auch um Deutsche, um sozial schwache Familien. Das ist das Problem, dass die meisten Leute es im Hintergrund nicht sehen, was da wirklich passiert. Und wie viel Zeit er in die Mannschaft steckt. So auch heute Vormittag. Frank Ohse will in die Innenstadt, um eine Spende für sein Team abzuholen. Morgen. Morgen. Frau Jonekeit, hallo. Hi. Lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Grit Jonekeit leitet ein Sportschuhgeschäft. Sie hat Kunden nach ausrangierten Schuhen gefragt. Ich war ganz fleißig, habe ein bisschen was gesammelt, habe ein bisschen was organisiert für dich. Und dann können wir zusammen mal gucken, ob was für dich dabei ist. Es ist diesmal ein bisschen mehr als sonst. In Frank Ohses Mannschaft spielen auch Flüchtlinge und Jugendliche aus armen Verhältnissen. Sportschuhe sind da nicht für jeden selbstverständlich. Aufgrund der Jahreszeit und Situation haben wir, wie gesagt, momentan auch ein bisschen privat mal geguckt, was braucht man noch, was ist noch gut zu tragen. Also auch warme Schuhe, ein bisschen paar andere Schuhe als Sportschuhe. Ja? Nee. Okay, pass auf, warte, ich muss zusammen. So geht's? Jo, geht. Ja, mach langsam. Was für manche alte Schuhe aus der letzten Saison sind, ist für Frank Ohse wertvoll. Im Straßenfußball ist der Verschleiß besonders hoch. Deswegen habe ich auch unsere Kunden immer gefragt, weißt du, wenn die Schuhe entsorgen, bevor die die irgendwo im Müll einfach drinnen lassen, bin ich ja doch so ein bisschen ein grünes Luder, wo ich sage, recyceln. Oder ich frage eben wirklich, ob du sie gebrauchen kannst oder ob ich das machen darf. So kann man sie auch wirklich gut recyceln. Ja, weil ganz genau. Die Leute können sie gebrauchen, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Seni gestern zum Training angekommen ist. Der hat zwar jetzt ein paar ältere Sportschuhe auch schon bekommen, aber in Sandalen. Also ja, na, dann ist alles besser als das. Gucken wir mal hier vielleicht noch rein. Guck mal hier. Es ist die größte Schuhspende, die Frank Ohse bislang für seine Mannschaft erhalten hat. Das fand ich total nett. Ja, das ist. Wollen wir das so machen? Ja? Ich will das mal wieder zur Sprache kommen. Alles gut. Ich freue mich, wenn du dich freust. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn es dahin kommt. Ich hatte so gerechnet, wie beim Durchschnitt so zwei, drei Paar. Nein, wir waren fleißig diesmal. Wow. Wir waren fleißig diesmal, okay? Für Frank Ohse sind die Schuhe nicht zuletzt eine seltene Anerkennung für die Arbeit, die er ganz ohne öffentliche Hilfe leistet. So, gehen wir hier am besten hin, ne? Jo, gehen wir hier. So.
wir mal die. Und guck mal, hier habe ich nämlich auch noch. Schau mal. Ja, na klar. Alles Sportschuhe. Guck mal. Hier. Blau. Können Jungs anziehen, habe ich gedacht. Ist für Jungs super gemacht. Hier, blau. Kleine, große Größen. Ja. Ja, sehr gerne. Das auch noch mal wirklich tausend Dank. Also, komm, lass mal drücken. Komm her. Machst du was ganz Tolles, ja? Und mach weiter. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja? Und dir auch echt danke. Sag deiner Freundin einen schönen Gruß. Die Schuhe kommen auf jeden Fall in gute Hände. Dann sehen wir uns, Frank. Schönen Gruß, ja? Und viel Freude mit deinen Sachen. Und dann schicke ich die Fotos halt her. Das wäre super, ja? Machen wir's. Mach's gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Schon am Wochenende wird er die Schuhe seinen Jungs übergeben. Training. Immer dienstags, Punkt 15 Uhr. Aber noch ist kaum jemand da. Frank Ose wartet vor allem auf 4 Flüchtlinge aus Afrika. Sie sind zwar erst seit ein paar Monaten in Deutschland, aber schon die Spielmacher in der Mannschaft. Einer hat in Guinea-Bissau sogar schon in der 2. Liga gespielt. Es haben sich noch ein paar Leute angesagt. Wenn das Wetter hält, denke ich mal, werden sie auch kommen, weil einige scheinen wasserscheu zu sein. Eigentlich wollte Frank Ose für das Punktspiel am Wochenende einige Spielzüge einstudieren. Sinnlos ohne die Afrikaner. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie gar nicht kommen. Genau, komm, komm, komm. Was ist los? Fangen die Krämpfe schon an? Ja, erhöhen wir das Tempo. Die Flüchtlinge kommen gerne zu Frank Ose. Die Mannschaft ist einer der wenigen Anknüpfungspunkte in der neuen Umgebung. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich bin selbst noch etwas perplex, weil sie gestern noch gesagt haben, die kommen. Aber nützt nichts. Wir haben halt 4 Mann, trainieren wir mit denen. Und bei deswegen Absagen oder so, das gibt es bei mir nicht. Mit Zuverlässigkeit und festen Terminen will Frank Ose seinen Spielern Struktur bieten. Wir sind endlich da. Spielen die mit? Ja, I was telling you that the training at 3 o'clock. Yeah. Come on. Wasser. You know the rules? Der Trainer hat klare Regeln. Wer zu spät kommt, der muss erst einmal 10 Liegestütze machen. Keine Ausnahme. Why you come too late? 10 steps. Yeah, no problem. Why when you come too late? Yeah. You know it. 10 steps, please. Sport ist eine der wenigen Beschäftigungen, denen sie zurzeit regelmäßig nachgehen können. Einige haben eine schreckliche Fluchtgeschichte hinter sich, wie Oscar aus Guinea-Bissau. Viele Menschen sind bei der Flucht im Wasser ertrunken. Das Boot ist in der See gekentert. Viele Menschen starben. Viele Menschen starben. Ich hatte Glück. Ein großes Boot der Italiener hat mich gerettet. Aber viele Menschen, bestimmt 20 Menschen, sind ertrunken. Beim Streetsoccer-Verein Silberhöhe bietet Frank Ose gerade Jungs mit solchen Schicksalen wieder ein Stück Normalität. Fußball als Rückkehr ins Leben. Oscars großer Traum ist es, einmal so gut Fußball spielen zu können wie der Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Der Hobbytrainer versucht den Afrikanern dabei zu helfen, den ersten Schritt in professionelle Mannschaften zu schaffen. Gerade hat er beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt angefragt, ob ein Spieler mal ein Probetraining machen dürfe. Eine feste Zusage des Vereins steht noch aus. Then we meet us at 12:30. 12:30 at time here. Yeah. All players and then we go on as a team to the place. Erstmal ist es aber wichtig, die Spieler auf das nächste Wochenende einzustimmen. Pünktlich 12:30 soll es am Sonntag losgehen. Frank Ose auf dem Weg zum Jobcenter. Der 36-Jährige arbeitete mehrere Jahre als Lkw-Fahrer. Sein Traumberuf war das nicht. Als Jugendlicher wollte er Profitorwart werden. Aber ein Herzfehler und ein fehlgeschlagenes Probetraining machten den Traum zunichte. Trotzdem hat er die Lust am Fußball nie verloren. Also ich spiele eigentlich seit meiner Kindheit Fußball. Und
Manche sagen, sie lieben Fußball. Ich sage, ich lebe Fußball. Also Fußball ist für mich der Punkt in meinem Leben, wofür ich eigentlich auch mit existiere. Also ich kann nicht zu Hause sitzen und dementsprechend bin ich lieber auf dem Grün und kicken, auspowern, Abwechslung schaffen. Darum geht's eigentlich. Abwechslung vom zermürbenden Alltag in der Logistikbranche. Er arbeitete zuletzt als Gabelstaplerfahrer von 2 Uhr nachts bis morgens um 11 und bekam dafür noch nicht mal den Mindestlohn. Also bin lange bei einem Zeitarbeitsunternehmen eingestellt gewesen und da ist halt die Situation gerade nicht so rosig und bin daher auch gezwungen, mich nach neuen Jobperspektiven umzusehen. Man muss die Familie ernähren und wenn er vorhin schon gesprochen, es reicht nicht fürs Geld. Er wohnt mit seiner Verlobten und seinem 25-jährigen Stiefsohn zusammen in einer Plattenbauwohnung. Bescheidene Verhältnisse. Trotzdem, als ein Spieler plötzlich obdachlos wurde, konnte er bei Frank Ohse mehrere Tage übernachten. Kein Wunder, dass manche ihn Mutti ohne Brust nennen. Wieder auf dem Weg zum Fußball. Frank Ohse geht zur Turnhalle der Salzmann Förderschule. Hey, hi. Grüß dich. Hallo, Balu. Hi. Die Kinder nennen ihn hier wie den gemütlichen Bären aus dem Dschungelbuch. Einmal pro Woche hilft der Lehrer Patrick Stützel während der Fußball-AG. Balltraining für die Kinder, die oft an anderen Schulen den Stempel im Verhalten zu schwierig bekommen haben. Da werden wir mit dir mal noch mal spezielle Torwartübungen machen, ja? Fußball ist ein Ding, um die wieder aufzubauen, den Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu geben. Und ich denke, das kann Frank auch ganz gut, dort ja, mit zu pushen, den Leuten mit Kraft zu geben, den Selbstbewusstsein zu geben. Und man merkt es ja an seiner Ansprache, die er so hat, ja, wie motivierend er auf die Schüler wirkt. Ganz ruhig. Nicht durcheinander kommen, Michi. Vielleicht versteht Frank Ohse die Kinder deshalb so gut, weil das Beherrschen von Emotionen auch ihm einmal schwer fiel. Da darfst du dich nicht ärgern, wenn dir der Abwehrspieler den Ball wegnimmt. Im Gegenteil, denk es andersrum. Nutz den Ärger, den du für dich selber hast. Münze den einfach um. Ich hol mir den Ball wieder. Na, oder man nutzt den die Wut halt zu dem Schuss. Also, oder das. Aber einfach einen Ball wegschießen oder jemanden anschießen, das machen wir nicht, okay? Ein Gespräch, das Wirkung zeigt. Ja, schön, super. Er holt das Ganze weg, ja. Goldmedaille für Michi. Die Kinder wieder auf die Siegerstraße führen, das will Frank Ohse. Denn beim letzten Fußballturnier der Hallenser Förderschulen lief es für die Salzmann-Mannschaft nicht so gut. Frank Ohse sah die Spieler als Zuschauer, denn ein paar Jungs spielen auch in der Straßenfußballmannschaft. Nun hilft er ihnen dabei, beim nächsten Turnier besser abzuschneiden. 8. Spieltag in der Straßenfußballliga. Der Streetsoccerverein Silberhöhe auf dem Weg zum Auswärtsspiel. Alle sind pünktlich. Kellerduell. Der Letzte gegen den Vorletzten. Keine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Jetzt schnell noch die Trikots anziehen. Guys, please change the clothes for the jerseys on. Kurz vor dem Spiel gibt es eine kleine Überraschung. Die gespendeten Schuhe werden verteilt. Da kann sich jetzt jeder rausnehmen, was er braucht oder was er haben möchte. 41 we have here. Der SVS stürmt nach vorne. Hier auf dem Asphalt spielt es keine Rolle, woher man kommt oder was im Alltag schiefläuft. Es geht um Teamgeist und Zusammensein. Und das ist Frank Ohse auch viel wichtiger als die Frage nach dem Spielstand. Jawohl! Guck mal. Ja. Blau, können Jungs anziehen, habe ich gedacht. Ist für Jungs super gemacht. Hier, blau. Kleine, große Größen. Ja, ja, also, sehr gerne. Also, das auch nochmal wirklich tausend Dank. Also, komm, lass mal drücken. Komm her. Machst was ganz Tolles, ja? Und mach weiter. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja?
Und dir auch echt danke. Sagst deiner Freundin einen schönen Gruß. Die Schuhe kommen auf jeden Fall in gute Hände. Dann sehen wir uns, Frank. Schönen Gruß, ja? Und viel Freude mit deinen Sachen. Und dann schicke ich die Fotos halt her. Das wäre super. Ja? Machen wir so. Mach's gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Schon am Wochenende wird er die Schuhe seinen Jungs übergeben. Training. Immer dienstags, Punkt 15 Uhr. Aber noch ist kaum jemand da. Frank Ose wartet vor allem auf 4 Flüchtlinge aus Afrika. Sie sind zwar erst seit ein paar Monaten in Deutschland, aber schon die Spielmacher in der Mannschaft. Einer hat in Guinea-Bissau sogar schon in der 2. Liga gespielt. Das haben sich noch ein paar Leute angesagt. Wenn das Wetter hält, denke ich mal, werden sie auch kommen, weil einige scheinen wasserscheu zu sein. Eigentlich wollte Frank Ose für das Punktspiel am Wochenende einige Spielzüge einstudieren. Sinnlos ohne die Afrikaner. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie gar nicht kommen. Genau, komm, komm, komm. Was ist los? Fangen die Krämpfe schon an? Ja, erhöhen wir das Tempo. Die Flüchtlinge kommen gerne zu Frank Ose. Die Mannschaft ist einer der wenigen Anknüpfungspunkte in der neuen Umgebung. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich bin selbst noch etwas perplex, weil sie gestern noch gesagt haben, die kommen. Aber nützt nichts. Wir haben halt 4 Mann, trainieren wir mit denen. Und bei deswegen Absagen oder so, das gibt's bei mir nicht. Mit Zuverlässigkeit und festen Terminen will Frank Ose seinen Spielern Struktur bieten. Wir sind endlich da. Ja, I was telling you that the training at 3 o'clock. Yeah. Come on. Wasser. You know the rules? Der Trainer hat klare Regeln. Wer zu spät kommt, der muss erst einmal 10 Liegestütze machen. Keine Ausnahme. Why you come too late? 10 steps. Okay, yeah, no problem. Why when you come too late? Yeah. You know it. 10 steps, please. Sport ist eine der wenigen Beschäftigungen, denen sie zurzeit regelmäßig nachgehen können. Einige haben eine schreckliche Fluchtgeschichte hinter sich, wie Oscar aus Guinea-Bissau. Viele Menschen sind bei der Flucht. Also Fußball ist für mich der Punkt in meinem Leben, wofür ich eigentlich auch mit existiere. Also ich kann nicht zu Hause sitzen und dementsprechend bin ich lieber auf dem Grün und kicken, auspowern, Abwechslung schaffen. Darum geht's eigentlich. Abwechslung vom zermürbenden Alltag in der Logistikbranche. Er arbeitete zuletzt als Gabelstaplerfahrer von 2 Uhr nachts bis morgens um 11 und bekam dafür noch nicht mal den Mindestlohn. Also bin lange bei einem Zeitarbeitsunternehmen eingestellt gewesen und da ist halt die Situation gerade nicht so rosig und bin daher auch gezwungen, mich nach neuen Jobperspektiven umzusehen. Man muss die Familie ernähren und wir haben ja vorhin schon gesprochen, es reicht nicht fürs Geld. Er wohnt mit seiner Verlobten und seinem 25-jährigen Stiefsohn zusammen in einer Plattenbauwohnung. Bescheidene Verhältnisse. Trotzdem, als ein Spieler plötzlich obdachlos wurde, konnte er bei Frank Ose mehrere Tage übernachten. Kein Wunder, dass manche ihn Mutti ohne Brust nennen. Wieder auf dem Weg zum Fußball. Frank Ose geht zur Turnhalle der Salzmann-Förderschule. Hallo! Hey, hi! Na, Grüß dich. Hallo, Balu! Hi. Die Kinder nennen ihn hier wie den gemütlichen Bären aus dem Dschungelbuch. Einmal pro Woche hilft der Lehrer Patrick Stützel während der Fußball-AG. Balltraining für die Kinder, die oft an anderen Schulen den Stempel im Verhalten zu schwierig bekommen haben. Ja, werden wir mit dir mal noch mal spezielle Torwartübungen machen, ja? Fußball ist ein Ding, um die wieder aufzubauen, den Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein zu geben. Und ich denke, das kann Frank auch ganz gut, dort ja, mit zu pushen, den Leuten mit Kraft zu geben, den Selbstbewusstsein zu geben. Und man merkt es ja an seiner Ansprache, die er so hat, ja, wie motivierend er auf die Schüler wirkt. Ganz ruhig.
nicht durcheinander kommen, Michi. Vielleicht versteht Frank Ose die Kinder deshalb so gut, weil das Beherrschen von Emotionen auch ihm einmal schwer fiel. Da darfst du dich nicht ärgern, wenn dir der Abwehrspieler den Ball wegnimmt. Im Gegenteil, denk es andersrum. Nutz den Ärger, den du für dich selber hast. Münze den einfach um. Ich hol mir den Ball wieder. Na, oder man nutzt den, die Wut halt zu dem Schuss. Also, das oder irgendwie. Das. Aber einfach den Ball wegschießen oder jemanden anschießen, das machen wir nicht, okay? Ein Gespräch, das Wirkung zeigt. Ja, schön, super. Er holt ganz schön weg. Sport ist eine der wenigen Beschäftigungen, denen sie zurzeit regelmäßig nachgehen können. Einige haben eine schreckliche Fluchtgeschichte hinter sich, wie Oscar aus Guinea-Bissau. Viele Menschen sind bei der Flucht im Wasser ertrunken. Das Boot ist in der See gekentert. Viele Menschen starben. Viele Menschen starben. Ich hatte Glück. Ein großes Boot der Italiener hat mich gerettet. Aber viele Menschen, bestimmt 20 Menschen, sind ertrunken. Beim Street-Soccer-Verein Silberhöhe bietet Frank Ose gerade Jungs mit solchen Schicksalen wieder ein Stück Normalität. Fußball als Rückkehr ins Leben. Oscars großer Traum ist es, einmal so gut Fußball spielen zu können wie der Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Der Hobbytrainer versucht den Afrikanern dabei zu helfen, den ersten Schritt in professionelle Mannschaften zu schaffen. Gerade hat er beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt angefragt, ob ein Spieler mal ein Probetraining machen dürfe. Eine feste Zusage des Vereins steht noch aus. Then we meet us at 12:30 at time here. Yeah. All players and then we go on as a team to the place. Erstmal ist es aber wichtig, die Spieler auf das nächste Wochenende einzustimmen. Pünktlich 12:30 Uhr soll es am Sonntag losgehen. Frank Ose auf dem Weg zum Jobcenter. Der 36-Jährige arbeitete mehrere Jahre als Lkw-Fahrer. Sein Traumberuf war das nicht. Als Jugendlicher wollte er Profitorwart werden. Aber ein Herzfehler und ein fehlgeschlagenes Probetraining machten den Traum zunichte. Trotzdem hatte die Lust am Fußball nie verloren. Also ich spiele eigentlich seit meiner Kindheit Fußball. Und manche sagen, sie lieben Fußball. Ich sage, ich lebe Fußball. Also Fußball ist für mich der Punkt in meinem Leben, wofür ich eigentlich auch mit existiere. Also ich kann nicht zu Hause sitzen und dementsprechend bin ich lieber auf dem Grün und kicken, auspowern, Abwechslung schaffen. Darum geht's eigentlich. Abwechslung vom zermürbenden Alltag in der Logistikbranche. Er arbeitete zuletzt als Gabelstaplerfahrer von 2 Uhr nachts bis morgens um 11 und bekam dafür noch nicht mal den Mindestlohn. Also bin lange bei einem Zeitarbeitsunternehmen eingestellt gewesen und da ist halt die Situation gerade nicht so rosig und bin daher auch gezwungen, mich nach neuen Jobperspektiven umzusehen. Man muss die Schuhe nicht zuletzt eine seltene Anerkennung für die Arbeit, die er ganz ohne öffentliche Hilfe leistet. So, gehen wir hier am besten hin, ne? Jo, gehen wir hier. So, machen wir die und guck mal, hier habe ich nämlich auch noch. Schau mal. Ja, na klar. Alles Sportschuhe. Guck mal. Hier. Blau. Können Jungs anziehen, habe ich gedacht. Ist für Jungs super gemacht. Hier, blau. Kleine, große Größen. Ja. Ja, also. Sehr gerne. Das sag ich nochmal wirklich tausend Dank. Also, komm, lass mal drücken. Komm her. Machst was ganz Tolles, ja? Und mach weiter. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja? Und dir auch echt danke. Sag deiner Freundin einen schönen Gruß. Die Schuhe kommen auf jeden Fall in gute Hände. Ja. Dann sehen wir uns, Frank. Schönen Gruß, ja? Und auf viel Freude Fall. Mit deinen Sachen. Und dann schicke ich die Fotos halt her. Das wäre super, ja? Machen wir so. Mach's gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Schon am Wochenende wird er die Schuhe seinen Jungs übergeben. Training. Immer dienstags, Punkt 15 Uhr. Aber noch ist kaum jemand da. Frank Ose wartet vor allem auf 4 Flüchtlinge aus Afrika.
Sie sind zwar erst seit ein paar Monaten in Deutschland, aber schon die Spielmacher in der Mannschaft. Einer hat in Guinea-Bissau sogar schon in der zweiten Liga gespielt. Das haben sich noch ein paar Leute angesagt. Wenn das Wetter hält, denke ich mal, werden sie auch kommen, weil einige scheinen wasserscheu zu sein. Eigentlich wollte Frank Ose für das Punktspiel am Wochenende einige Spielzüge einstudieren. Sinnlos ohne die Afrikaner. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie gar nicht kommen. Genau, komm, komm, komm. Was ist los? Fangen die Krämpfe schon an? Ja, erhöhen wir das Tempo. Die Flüchtlinge kommen gerne zu Frank Ose. Die Mannschaft ist einer der wenigen Anknüpfungspunkte in der neuen Umgebung. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich bin selbst noch etwas perplex, weil sie gestern noch gesagt haben, die kommen. Aber nützt nichts. Wir haben halt vier Mann, trainieren wir mit denen. Und bei deswegen Absagen oder so, das gibt es bei mir nicht. Mit Zuverlässigkeit und festen Terminen will Frank Ose seinen Spielern Struktur bieten. Wir sind endlich da. Ja, I was telling you that the training at 3 o'clock. Yeah. Come on. Was? You know the rules? Der Trainer hat klare Regeln. Wer zu spät kommt, der muss erst einmal 10 Liegestütze machen. Keine Ausnahme. Why you come too late? 10 steps. Okay, yeah, no problem. Why when you come too late? Yeah. You know it. 10 steps, please.